Der Catamount 2 ist ein Trailschuh mit Speedfaktor, denn er eignet sich nicht nur, aber gerade für schnelleres Tempo auf dem Trail und gerade auch für technisches Gelände. Und damit der Schuh für diesen Einsatzzweck, für diesen speziellen Einsatzzweck wie gemacht ist, hat Brooks den Catamount einem ordentlichen Update unterzogen. Und das, nachdem der Catamount 1, die erste Version des Schuhs, im Runner's World Test auch schon ziemlich gut ankam. Jetzt kann der Schuh aber einige Sachen noch viel besser, finden unsere Testerinnen und Tester. Und was genau das ist, das verraten wir heute im Test. Wie immer erst ein Blick auf die Zahlen rund um den Schuh. Der Schuh wiegt in der Männervariante in der Mustergröße der Männer 275 Gramm, in der Mustergröße der Frauen 244 Gramm. Die Sprengung, also Höhenunterschied zwischen Rückfuß und Vorfuß, beträgt 6 mm und der Preis liegt bei 170 Euro. Und die allererste spürbare Veränderung liegt im Upper des Schuhs, beziehungsweise in der kompletten Oberkonstruktion des Schuhs. Denn hier war eine Kritik am Vorgängermodell, dass das Obermaterial den Fuß nicht genug stabilisiert hat, dass der Fuß sich ein bisschen zu viel auf der Sohle dann quasi bewegen konnte und das beim Laufen in einem etwas instabilen Gefühl resultierte. Und hier schafft es das Airmesh, das sogenannte Airmesh, das Obermaterial des Catamount 2, jetzt tatsächlich besser, den Fuß zu halten und zu stabilisieren. Das macht sich schon bemerkbar durch einen sehr hohen Step-In-Komfort. Also wenn man den Schuh zum ersten Mal oder genau, wenn man den Schuh einfach anzieht, dann spürt man direkt, dass das Obermaterial den Fuß, insbesondere in den Spannen, gut umschließt, ohne einzuengen. Außerdem arbeitet Brooks mit Versteifungen im Mittelfußbereich. Hier wird der Fuß dann also nochmal besonders gut gehalten. Und außerdem ist die Zunge, ich kann das mal kurz hier ein bisschen aufdröseln, ist die Zunge mit einer Lasche hier mit dem unteren Teil des Uppers verbunden. Und das sorgt dafür, dass der komplette Fuß wirklich sehr gut sitzt im Catamount 2 und sehr viel Stabilität hat. Diese Stabilität durchs Obermaterial kommt einem besonders bei technischen Passagen zugute. Zum Beispiel auch bei Bergab-Passagen hat der Fuß jetzt, wie ein Tester es betonte, viel besseren Halt als in der ersten Version. Das Airmesh ist übrigens wasserabweisend und abriebfest, verspricht also auch eine hohe Langlebigkeit und das Upper ist mit Drainageschlitzen ausgestattet. Das heißt, wenn der Fuß doch mal trocken wird durch Wasser von oben oder von unten, dann kann dieses Wasser aus dem Innern der Schuhe besser entweichen und der Fuß ist schneller wieder trocken. Der Catamount 2 läuft sich sehr reaktiv. Das liegt am Update des Innensohlenmaterials. Und hier verwendet Brooks nun das DNA Flash Material, also das leichteste Dämpfungsmaterial von Brooks, was zum Beispiel auch im Hyperion Tempo zu finden ist. Und dieses DNA Flash Material wird im Catamount 2 in einem Supercritical-Verfahren hergestellt. Das findet man nun immer öfter in Laufschuhen. Im Bereich Trail sieht man das noch etwas weniger. Und der Schaum wird dabei im Herstellungsverfahren mit Stickstoff versetzt und das bewahrt die Leichtigkeit des Schuhs, das spart ganz viel Gewicht und behält aber die Responsivität des Schuhs bei. Und das ist etwas, was sich im Laufgefühl auf jeden Fall auch widerspiegelt. Der Catamount 2 läuft sich sehr reaktiv und sehr federnd und das muss man wirklich hervorheben, auch auf ganz vielen verschiedenen Untergründen. Denn der Catamount muss ja nicht wie ein Straßenlaufschuh zum Beispiel hauptsächlich auf Asphalt funktionieren, sondern auf ganz vielen verschiedenen Untergründen, vielleicht mal auf einem etwas schwammigeren Waldboden oder auch auf einem härteren Schotterweg. Und hier behält man diese Responsivität, diese Federung wirklich auf ganz vielen verschiedenen Untergründen bei. Das ist eine ganz große Stärke des Catamount 2. Der Grad der Dämpfung bleibt allerdings insgesamt eher fest bis moderat, also ein Schuh für Läuferinnen und Läufer, die sich einen direkten Bodenkontakt wünschen. Komplett neu zum Vorgängermodell ist eine Skyvolt Propulsion Plate, so nennt Brooks die Kunststoffplatte, die sich unter dem Mittel- und dem Vorfuß erstreckt. Eine geflügelte Kunststoffplatte, die dort sitzt und die laut Brooks noch mehr Vorantrieb liefern soll. Propulsion bedeutet übersetzt auch Antrieb, Vortrieb. Das heißt, Brooks verspricht sich von dieser Platte noch mehr Responsivität, noch mehr Federung und noch mehr Push nach vorne. Im Laufgefühl fanden unsere Testerinnen und Tester die Platte eher unauffälliger als von Brooks beschrieben, aber keineswegs im negativen Sinne. Was die Platte auf jeden Fall kann, ist, sie schützt den Fuß vor Unebenheiten, vor kleineren Steinchen, vor Geröll. Außerdem ist positiv hervorzuheben, sie schränkt die Flexibilität des Schuhs überhaupt nicht ein. Der Schuh bleibt weiterhin sehr torsionsfreudig und der Fuß hat hier die Möglichkeit, sich sehr flexibel dem Untergrund anzupassen auf dem Trail. Die Responsivität kommt aber, finden unsere Testerinnen und Tester, eher aus der reaktiven Dämpfung als aus der Propulsion Plate.
An der Außensohle ist der Catamount 2 mit Trailtech Rubber beschichtet, mit einer einzigen Aussparung unter dem Mittelfuß, die aber im Laufgefühl überhaupt nicht auffällt. Und diese pfeilförmige Anordnung oder die pfeilartige Form der Noppen sorgt dafür, dass der Schuh auf ganz vielen unterschiedlichen Untergründen und in alle verschiedenen Richtungen sehr guten Halt bietet, weil sich diese Noppen dann, je nachdem in welche Richtung Kräfte wirken, sehr gut verkanten im Untergrund. Der Schuh also ideal für Bergauf- und Bergabpassagen und wirklich technisches Gelände. Außerdem noch hinzuzufügen ist, dass die Außensohle wirklich sehr, sehr hohe Langlebigkeit verspricht und der Schuh insgesamt dann sehr viele Kilometer mitmacht. Kritik am Catamount 2 gab es tatsächlich kaum. Einzig die Passform könnte man vielleicht noch hier hervorheben. Da waren sich die Testerinnen und Tester etwas uneinig. Er erschien einigen eher etwas schmaler und anderen standardmäßig. Und eine Testerin, der Catamount 2 eher schmaler erschien, erwähnte, dass sie ihn nicht auf den ganz langen Distanzen nutzen würde, weil dann hier ein wenig Platz im Schuh fehlt. Ansonsten aber die großen Stärken des Catamount 2 wirklich seine Vielseitigkeit. Er funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Untergründen und das sehr dynamische, leichte, responsive Laufgefühl. Zusammengefasst ist der Catamount 2 insgesamt ein leichter Schuh für bevorzugt schnelles Tempo auf den Trails. Er eignet sich für mittlere oder für kürzere bis mittlere Distanzen und ist insbesondere auch durch diese leichten dynamischen Eigenschaften ein sehr guter Wettkampfschuh für neue Bestzeiten auf dem Trail. Er eignet sich tendenziell eher für Läuferinnen und Läufer, die schon Erfahrung gesammelt haben auf Trails und genau, schon erfahrenere Trailläufer sind. Läuferinnen und Läufer, die gerade einsteigen wollen ins Traillaufen, machen sich eher auf die Suche nach einem noch stabileren Schuh mit einer dickeren Rockplate zum Beispiel und könnten im Brooks-Sortiment zum Beispiel mit dem Caldera fündig werden, der sich für gemäßigteres Tempo ein bisschen besser eignet. Die größte Stärke des Catamount 2 ist neben seinen sehr dynamischen Laufeigenschaften, den dynamischen Abrollen und der Responsivität sicherlich seine Vielseitigkeit. Er eignet sich dadurch auch für Trailläufe, die über ganz wechselndes Gelände führen und da die Responsivität wirklich erhalten bleibt und auch die Traktion durch die Außensohle.